Hallo, mein Name ist David Einstein und ich habe eine Software gebastelt, um Ninja Competitions zu managen. Also Kandidaten-Check-in, Stages editieren, Results anzeigen, Starterliste anzeigen und alles, was man braucht. Ich möchte dir einmal kurz zeigen. Ich fange an damit, wie man das installiert. Kurz vorab, das Ding ist Open Source, das heißt, jeder kann sich das runterladen. Theoretisch kann es auch jeder manipulieren. Ihr könnt mir auch einfach irgendwie eine Mail schreiben oder auf Instagram oder sowas, wenn irgendwas fehlt, ihr irgendeine Funktion vermisst oder so. Und ihr sagt, eigentlich ist das geil, aber ich kann es nicht benutzen, weil das und das fehlt. Haut raus, ich gucke, ob ich es einbauen kann. Wie schnell das dann geht, muss man schauen, aber da lässt sich bestimmt was machen. So, genug dazu. Man kann das Ding runterladen auf GitHub. Hier, den Link packe ich in die Videobeschreibung. Hier ist auch eine kurze englische Beschreibung, wie das funktioniert. Oben hier kommt dann noch der Link zum Video rein. Für das Tutorial, also das, was ihr gerade guckt, der kann dann natürlich noch nicht sein, das Video ist auch noch nicht draußen. Gut, wenn ihr das runterladen wollt, scrollt ihr einfach hier runter auf den ZIP-Ordner. Da, das da. Ladet den runter und dann kriegt ihr den Ordner, der sieht so aus. Ich habe hier schon die nächste Version, die lade ich dann hoch, steht dann oben dran, Version 1.1 müsst ihr runterladen und dann passt das. Die ist immer ganz oben. Wenn ihr den Ordner öffnet, kriegt ihr hier eine Exe drin. Das könnt ihr einfach irgendwohin copy-pasten, keine Installation und nix. Dann, tada, öffnet sich ein cooles Fenster. Damit kann man verschiedene Module bedienen. Wir müssen erstmal oben anfangen und eine Competition erstellen. Ach ja, genau, hier diese drei Buttons, die führen zu den erwähnten Seiten, meiner Instagram-Seite, dieses Tutorial hier und die Download-Seite. Also hier immer mal gucken, ob es neue Versionen gibt. So, wenn wir eine Competition erzeugen wollen, dann brauchen wir einen Namen. Was weiß ich? Awesome Comp Demo. So, das ist unsere Competition. Sagen wir, die besteht aus drei Stages und wir haben diese drei Starterklassen. Dann sagen wir Create. Dann müssen wir einen Ordner wählen. Ich navigiere hier gerade mal in den Ordner. So, das ist der hier. Einfach, also das Ganze managt das immer über ein Dateisystem. Ich zeige das links immer ein bisschen, was da passiert. Für die reine Funktion müsst ihr das nicht wissen, aber es ist vielleicht nicht schlecht, das zu wissen, falls mal irgendwas zickt. Sollte nicht passieren, aber Software halt. So, wir erzeugen den Ordner. Zack, hier ist die Awesome Competition Demo aufgetaucht. Die hat verschiedene Ordner. Da stehen die Wettkämpfer drin. Hier ist allgemeines Zeug, also welche Wettkampfklassen gibt es zum Beispiel, männlich, weiblich, divers. Runs, da steht, wenn jemand gelaufen ist, erzeugt es eine Datei. Special Prizes, kommen wir gleich noch zu. Und die Stages. Das ist alles so gemacht, dass es nur in Textdateien gespeichert ist. Die sind auch alle eigentlich ziemlich deppensicher kodiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier die Datei Competitor Classes habe, stehen einfach die drei Klassen drin, fertig. Das heißt, wenn ihr im Nachhinein sagt, ich will aber eine hinzufügen, schreibt die einfach hier rein. Das frisst er dann. So, fangen wir vorne an. Wir brauchen eine Stage. Sagen wir mal, wir machen hier Stage 1. Genau, mit dem Button da unten kann man den Namen ändern. Man sieht, hier oben steht jetzt Stage 1 im Code. Ich zeige das nochmal, wenn ich da jetzt Stage 15 eingebe, steht hier oben Stage 15. Ich kann auch einfach hier Stage 1 reinschreiben, das hat genau denselben Effekt. Das hier ist auch die Stage-Datei, wie sie nachher gespeichert wird. Das muss man wie gesagt nicht wissen, aber es schadet nicht, weil man kann es dann leichter editieren. So, sagen wir sind mal freundlich. In der ersten Stage sollen alle in die zweite kommen. Dann gibt es hier diesen Button, Change Qualification Mode for Next Stage. Da kann man sagen, hier verschiedene Versionen. All Competitors Qualify, selbstredend, alle kommen weiter. Das hier heißt, nur die Buzzer kommen weiter, also was weiß ich, wie finale Stage 1 zum Beispiel. Choose Number of Competitors to Qualify, das ist zum Beispiel wie in der Vorrunde. Da kommen, was weiß ich, 15 weiter und dann gibt es halt noch irgendwie Frauenregel, Speedpass, bla bla, da kommen wir gleich dazu. Und in der Final Round gibt es keine Quali, weil das vorbei. So, All Competitors Qualify. Dann steht hier oben Quali, All to Next. Dann haben wir zwei Sonderregeln in der Zeile eingefügt. Da komme ich bei der nächsten Stage dann dazu. Ich mache die jetzt erstmal weg. So, wir haben hier schon mal eine Beispielstage drin. Das ist einfach nur, dass man sieht, wie das geht. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr Bock habt, ja? Was weiß ich, hier nach den 5 Steps muss man, keine Ahnung, 10 Liegestützen machen. Pull-ups, so, und nach der Wall fehlt natürlich noch der obligatorische Backflip. Und keine Ahnung, hier zwischen, vor der Wall gibt es noch eine Slackline, weil irgendwer unkreativ war bei der Balance. So, lassen wir es erstmal so. Geht ja nur ums Prinzip. Dann kann ich hier unten auf Save, kann ich das speichern. Wenn ich Close drücke, dann sagt er auch, ey Kollege, du hast nicht gespeichert, was soll der Mist? Dann mache ich das noch. Dann öffnet sich hier ein Ordner.
Das ist dieser Stages-Ordner hier links. Da kann ich es auswählen, wie es heißen soll. Am besten da einfach die Finger weglassen, so heißen lassen, wie es heißt. Da kommt er nicht durcheinander. Das macht er über den Stage-Namen. Speichern. Hexerei. Da ist es. Ebola. Genau das gleiche, steht einfach in der Datei. Und der kann das halt parsen. Das heißt, wenn ihr die Competition ladet, dann lädt er das und hat das dann automatisch verdaut. So, jetzt brauchen wir noch mehr Stages, weil eine Stage ist eine langweilige Competition. So. Stage 2. Da machen wir, was weiß ich, 5 Steps sind mal weg und dann haben wir Shrink Steps. So. Shrink Steps. Der erste, genau, ein paar Worte zu den Checkpoints hier. Der Sinn davon ist, dass ihr quasi für jeden, ja, es sind ein bisschen wenige, aber egal, Plattform, so, Plattform, ungefähr, Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Genau, der Sinn von den Checkpoints ist, dass es durchstrukturiert die Stage. Das heißt, hier fangt ihr an, das erste sollte immer Start sein und das letzte der Buzzer. Ihr könnt da auch kreativ werden, aber guckt erstmal, dass ihr so haltet. Genau, nachher, wenn man die Leistung von einem Läufer misst, dann gibt es zwei Informationen, die das auszeichnen. Information R1, der letzte Checkpoint, den die geschafft haben. Information 2, die Zeit, wo sie abgekackt sind bzw. gefinisht haben. Dabei wird nicht unterschieden, welcher Checkpoint zu welchem Hindernis gehört, weil das ist völlig irrelevant eigentlich. Dann ist einfach die Plattform, kriegt einen eigenen Checkpoint und dann passt das. Dann habt ihr einfach, könnt quasi auch in der Competition kleine Tape-Streifen nehmen und jeden Checkpoint einmal farblich markieren, dann fragt da auch keiner und dann passt das. Für jeden Checkpoint, den man geschafft hat, gibt es halt ja, Punkte bis dahin. Also es ist kein Punktesystem, keine Sorge, sondern hier, was weiß ich, wer halt den vierten, bis auf die vierte Himmelsleitersprosse gekommen ist, der kriegt halt diesen Checkpoint hier eingetragen. Der wird dann wahrscheinlich hier beim zweiten Transfer abgeschmiert sein. Das ist ärgerlich. So. Dann ist Stage Editieren, glaube ich, erklärt. Ah, nee, Sonderregeln. Genau, hier. Und zwar wollen wir, dass, wenn Stage 1 eh alle weiterkommen, ist ja Alarm. Das heißt, wir müssen irgendwas machen, dass man da Gas gibt, weil dann geht die Competition schneller und es macht halt Bock und die Pros haben was zu tun. Deswegen machen wir eine Sonderregel für Speed und sagen, die ersten zwei, also die schnellsten beiden aus Stage 1, kommen automatisch in Stage 2 weiter. Das heißt, die sind dann automatisch in der finalen Stage 3. Tada! Quality Guarantee Speed 2. Diese Codes hier oben müsst ihr nicht wissen, das machen alles diese Buttons. So, wir wollen noch eine Regel und zwar wollen wir über die Wettkämpferklasse noch Personen zulassen, und zwar die Mädels, also Female, 3. Machen wir 2, dann sind es nachher nicht so viele Teilnehmer in der Demo. So, jetzt kommen auf jeden Fall die Top 2 Frauen noch weiter. Ein Wort dazu, wenn ihr, genau, hier All to Next, macht auch keinen Sinn jetzt, weil sollen ja nur, was weiß ich, sagen wir mal 8 weiterkommen, dann bin ich nachher schneller beim Durchklicken. Ups, das war der falsche Knopf. Chosen Number. So. Lassen wir mal 8 Leute qualifizieren. Zack. Quali Number to Next Stage. 8 Stück. So. Das heißt, es kommen auf jeden Fall 8 weiter. Also wer in den Top 8 ist, kommt weiter. Punkt. Außerdem kommen die Top 2 Frauen weiter. Das gilt auch, wenn sie noch nicht unter den Top 8 sind. Davon kommen dann aber nicht irgendwie nur noch 7 oder 6 weiter insgesamt von den regulären Qualifiern, sondern das sind 8. Also wer unter den Top 8 ist, ist weiter. Wenn ich jetzt eine Frau bin und noch nicht weiter bin, weil ich unter den Top 8 bin, es gibt aber keine Frau, die besser ist als ich, oder keine zwei Frauen, die besser sind als ich, bin ich ja unter den Top 2 Frauen, dann komme ich trotzdem weiter. Das heißt, das sind zusätzliche Finalplätze. Das ist so rumgehalten. Man kann ja auch sagen, dass dann welche abgezogen werden. Das habe ich nicht so gemacht, weil wenn man das so macht, ist es im Wettkampf viel spannender, weil es eine klare Linie gibt und ich weiß, ich muss Platz 8 oder besser sein, um weiter zu sein. Und dann kann ich nachher im Ranking, das sehen wir gleich, verfolgen, wie ich da in dem Ranking rumdotze und kriege dann auch angezeigt, wann ich weiter bin. Aber das erkläre ich gleich. So, Finalstage. 2, Entschuldigung. Wie gesagt, einfach die Finger weglassen. Zack, Stage 2. Jetzt machen wir noch eine Stage 3. Keine Ahnung. Die sieht, muss man hier vor dem Backflip muss man noch durch die Mines of Moria. So. Und außerdem heißt das Ding Stage 3. Außerdem brauchen wir keine Sonderregeln, weil die Competition ist danach sowieso vorbei.
Und wir sagen hier Final Round, dass das Ranking-Tool nachher auch weiß, dass da nichts zu qualifizieren gibt. So, Stage 3 speichern. Zack, genau. Also hier, das war jetzt übelst unkreativ, da könnt ihr reinschreiben, was ihr Bock habt, ne? Gut, dann brauchen wir dieses Tool nicht mehr. Ich habe hier unten hinter meinem Video, da, nochmal die Echse. Das heißt, ich klicke, wenn ich immer irgendwo unsichtbar klicke und das Ding aufgeht, das passiert da unsichtbar hinter dem Video. Das habt ihr vorhin schon gesehen. So. Jetzt wollen wir die Competition nicht createn, weil das haben wir ja schon. Das heißt, wir sagen hier Load Competition. Oh shit, wie hieß das Ding? Awesome Test Comp irgendwas, ne? Hier, genau. Wählen einfach den Ordner und klicken Laden. Und dann steht hier auch der Pfad drin, dass wir sicher sind, dass das geklappt hat. So, zu Beginn der Competition machen wir jetzt ein Competitor Check-In. Klicken drauf und was weiß ich, da checkt dann der Typ ohne Dreadlocks ein. Und er ist männlich und kriegt die Startnummer, was weiß ich, sagen wir 1. Competitor Check-In. Zack. Jetzt ist passiert, hier drüben im Competitor-Ordner gibt es einen Check-In-Ordner. Und da ist der Typ ohne Dreadlocks aufgetaucht. Auch da wieder einfach nur fürs Interesse, ist total idiotensicher kodiert. Startnummer, Name, Starterklasse. Und hier hinten da, das ist einfach, steht immer Competitor vorne und dann steht die Nummer, die Startnummer. Der Witz dran ist, dass die Startnummer hier steht, dass es automatisch nach Startnummern sortiert ist. Das heißt, die sollte dir so vergeben, wie gestartet werden soll. So, dann nehmen wir noch Gandalf den Grauen. Der ist divers, weil Istari sind komisch. So, der kriegt mal die Startnummer 666. Zack, bumm, haben wir ihn hier. So, ich pausiere das Video kurz und packe noch ein paar mehr rein, das wäre langweilig zum Zuschauen. So, da bin ich wieder. Eine Sache will ich noch zeigen. Wenn wir jetzt hier irgendeinen, was weiß ich, Dummy Ninja hinzufügen und geben dem eine Startnummer, die es hier schon gibt, und wollen den einchecken, dann sagt er, nee, geht nicht. Also solche Dialoge gibt es auch immer, falls man irgendwann mal was verkackt, das passiert, dann weist er einen in aller Regel darauf hin. Wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, sowas fehlt, sagt Bescheid. Gut, Check-in abgeschlossen. Das hier sind unsere 12 Competitor. So, dann machen wir das Ding wieder auf. Das muss man immer neu starten. Das ist der Gedanke, dass man verschiedene Programme parallel laufen lassen kann und die auch auf verschiedenen Bildschirmen packen kann oder sowas. Und zum Beispiel wie hier die Daten einfach in den Dropbox-Ordner packen kann, wo mehrere Systeme Zugriff drauf haben. Und dann hat man das Ganze quasi internetfähig. Aber, oh, hier muss ich was ändern. Den muss ich nochmal löschen. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. So, der Typ mit Stahlgerüst ist eingecheckt. Ich habe ihn jetzt mit UE geschrieben, dass da keine Probleme gibt, wenn der das hier nicht benennen kann. Ich würde Umlaute generell vermeiden bei sowas. Das gilt immer bei Computern, aber kann auch sein, dass es so funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. So, dann haben wir das Check-in abgeschlossen. Genau, ich war gerade dabei zu erzählen, was das soll mit dem Dropbox-Ordner. Beispiel Laptop am Check-in, checkt die Leute ein, schmeißt die Dateien in den Dropbox-Ordner. Von einem anderen System aus habt ihr zum Beispiel die Starterliste, das zeige ich jetzt. Und das ist, was weiß ich, ein Bildschirm an der Wand von der Halle. Die müssen nur an denselben Dropbox-Ordner können und sobald das synchronisiert ist, updatet das und dann passt das. Dadurch müsst ihr nicht irgendwelche Webkommunikationen bauen oder ich muss die nicht bauen, aber trotzdem hat man welche. Außerdem ist es absturzsicherer, es sollte nicht passieren, aber man weiß ja nie. Wenn einfach mehrere Echsen nebeneinander laufen, dann kann zum Beispiel die Starterliste abschmieren und das Check-in funktioniert noch und so weiter. Generell übernehme ich keine Garantie dafür, das heißt, wenn ihr das auf Nummer sicher gehen wollt, schreibt das auf Papier nochmal mit. Ihr müsst es ja nicht zum Auswerten nutzen, aber als Backup ist nicht schlecht. Es gibt aber wie gesagt auch immer diese Ordner hier und diese Textdateien, ich kann mir nicht vorstellen, wie die kaputt gehen sollen. Aber wenn der Rechner abstürzt, keine Ahnung, ihr wisst ja, wie sowas läuft. So, dann haben wir als nächstes Check-in haben wir abgehakt, Stages editieren haben wir abgehakt, jetzt kommen wir zur Starterliste, jetzt kommt der interessante Teil. So, wir wollen eine Starterliste haben, die wir auf dem Bildschirm anzeigen können, dass die Competitor wissen, wann sie dran sind. Die Uhrzeitprognose, die kommt noch irgendwann in den nächsten Versionen, erstmal ist es einfach nur eine Reihenfolge, das muss erstmal reichen. Das ist immer noch besser, wie wenn das halt nirgendwo steht. So. Wir wählen die Competitor, die eingecheckt haben. Das sind die hier, die alle. So, einfach den Ordner anklicken und sagen auswählen. Dann müssen wir die Stage wählen, die laufen sollen. Wir fangen selbstverständlich mit Stage 1 an. So,
Jetzt wollen wir, wie oft sich das Fenster selbst updatet. Nehmen wir einfach einmal die Sekunde. Wenn ihr ein super krass schnelles System habt und sagt, eine Sekunde ist zu lang, macht halt schneller. Ihr könnt auch alle 10 Sekunden machen, das ist völlig wurscht. Könnt ihr einstellen, was ihr Bock habt. Nicht übertreiben, weil es kann zu Schwierigkeiten führen, wenn der nicht hinterherkommt. Aber es ist eigentlich auch abgesichert. So, ich ziehe das mal hier hin. Sagen wir einfach hier rechts, das wäre dann der Bildschirm, den die Teilnehmer sehen. Ja, es ist hier unten ein bisschen abgeschnitten, weil mein Bildschirm hier eine begrenzte Höhe hat. Was ist ich, das Fenster links und das Ranking-Fenster rechts oder so wäre ein Beispiel-Setup. Ich mache es erstmal so. Okay, dann haben wir hier die Starterliste. Steht, in welcher Reihenfolge die Leute dran sind. Einfach sortiert nach Startnummer. Und hier, wie viele Starter noch vor denen sind. Das heißt, hier kommt 0 vorne dran, weil der ist direkt dran, der muss anfangen. So. Dann müssen wir ja irgendwie den Leuten zeigen, wie das Ranking aktuell aussieht. Damit die wissen, ob sie weiter sind oder nicht. Was heißt müssen? Das ist der Sinn von dem Tool hier. Dazu laden wir wieder die Competition. Klicken auf das Ranking-Fenster. Suchen uns die Checked-in-Competitors, weil die gerade laufen. Und zwar laufen die gegen Stage 1. Machen wir die auf. Wir wollen auch, dass dieses Fenster sich einmal pro Sekunde updatet. So. Ja, ich ziehe das hier mal ein bisschen hoch. Ja, muss man ein bisschen scrollen, ist egal. Da ist halt die Starterliste. Das ist ja, also das kann man dann sich auf den Bildschirm packen, wie man Lust hat. Das war der Gedanke bei diesem Layout. So, außerdem seht ihr, hier sind zwei Spalten. Wenn ihr sagt, hier passen 10 rein, kann man zum Beispiel das Layout ändern und sagen, okay, ich will zwei Tabellen haben mit maximal 10 untereinander, weil dann ist hier Schluss und dann stehen die nächsten halt da drüben. So. Das können wir hier drüben auch gleich mal machen. Die ist ein bisschen länger. Sagen wir, da passen 15 rein. 2 und 15. So, das könnt ihr einfach anpassen zu dem Setup, was ihr dann habt. Hier unten mit dem Kram komme ich gleich noch dazu. Ich mache es mal etwas breiter. So viel Platz brauchen wir links ja nicht. So, dann nächstes Tool. Wieder Competition laden. Also man muss hier relativ viel klicken, aber dafür ist es relativ simpel und relativ absturzsicher. Das war mir lieber, das so rumzubauen. Weil es bringt nichts, ein ausgeklügeltes System zu machen und dann kackt ihr mal irgendwas ab. Ich bin Programmierer, ich weiß, wie sowas läuft leider. So, dann haben wir Result Entering. Wir müssen dann noch messen, was die Leute da so treiben im Parcours. Wählen wir den Checked-In-Ordner aus. Und Stage 1, weil das ist, was gerade passiert. So, dann haben wir hier diesen, so seht ihr das? Ja, ich mache mein Video mal ein bisschen kleiner. Moment. Entschuldigung für die Unterbrechung. Ihr wisst ja alle, wie ich aussehe. So, also der Knopf ist halb abgeschnitten, da steht einfach nur Save Run drauf. Da links hier verpasst ihr nichts. So, dann gehen wir hier wieder zu der Awesome Competition Demo. So ist fein. So, hier läuft jetzt als erstes der Typ ohne Dreadlocks. Das hier ist der läuft. Das heißt, das hier würde quasi auf dem Laptop von der schriftführenden Person laufen. Und ihr könnt hier auswählen, wer als nächstes läuft. Wenn, was weiß ich, die Gärtnerin der Eiskönigin halt zuerst laufen muss, dann machen wir das so. Aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, der Typ mit Dreadlocks ist gerade auf dem Klo oder so. Aber wir können dann noch einfach anscheißen und sagen, so, beikommen und der muss als erstes laufen. Das machen wir mal so. So, schauen wir, wie weit der es packt. Also der Schiri misst das quasi, kommt mit der Zeit und dem Checkpoint zum Schriftführer und sagt, ey, trag das bitte ein, oder er macht es halt gerade selber. Sagen wir, der Typ sei mal bis zur Slackline gekommen und hat bis dahin 2 Minuten und 15 Sekunden gebraucht. Außerdem ist der voll krass episch abgerutscht und hat den Fail of the Day hingelegt. Das sind quasi Bonuspreise, die den Moderatoren oder so vergeben können, weil das eine ziemlich witzige Idee ist, wie ich fand. Das gab es ja letztens in der Freeground bei der Competition. So, dann machen wir Safe Run. Und was passiert? Weniger als es sollte. Hier ist der Kerl verschwunden, der laufen soll. Wer war's? Der Typ ohne Redlocks, genau. Hier ist das Auto-Update ausgegangen. So, da passt auch. Schön, jetzt taucht im Ranking auf der Typ ohne Dreadlocks. Da steht es hier, dass der Quali ist eine Sonnenbrille. Das heißt hier, der ist regulär und safe in der nächsten Runde. Das liegt daran, dass sich einfach alle qualifizieren aktuell. Auch wenn der bei der Slackline gefallen ist, macht nichts. So, dann haben wir hier einfach die Informationen nochmal, welche Starterklasse, bis wohin der gekommen ist und wann er es verbockt hat. Ich klicke jetzt hier die nächsten einfach mal irgendwie durch, halbwegs random. Der Typ mit dem Stahlgerüst kommt, was weiß ich, nach einer Minute und 5 Sekunden zum Ringslider.
Zack. Dann haben wir die Gärtnerin der Eiskönigin. Was weiß ich, die ist heute super krass drauf, verkackt dann aber den Backflip nach der Wall, nach dieser Zeit hier. Und der Quetscher war noch krasser als der vom Typ an der Slackline. Also, Bob hat jetzt die Gärtnerin der Eiskönigin hier den Bonuspreis mit dem Status von Quetscher of the Day oder wie auch immer. Ich habe mal ein eindeutiges Symbol dafür gewählt, dass das klar ist, was gemeint ist. Ich ziehe es gerade ein bisschen breiter, dass wir hier mehr Platz haben. So, dann der Kerl mit dem Ziegenbart. Nach tausenden Versuchen schafft das endlich mal, diesen blöden Knopf zu drücken. Zabuff und reiht sich hier ganz oben ein. So, und dann kommt die, die immer gewinnt. Die ist irgendwie immer krasser drauf. Die buzzert von mir aus auch. Nach, keine Ahnung, 2 Minuten. Die ist schneller und macht noch irgendeinen super krassen Backflip hinter der Wall. Und siehe da, die immer gewinnt, hat den Sickest Move-Preis aktuell. Das wird halt immer aktualisiert, wenn man hier die Box tickt. Und das Ranking wird immer aktualisiert. So, ich würde kurz pausieren und die hier einfach durchklicken. Ich denke, das Konzept ist klar. Mehr dazu in der nächsten Stage. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendwelche Ergebnisse eingetragen. Das sind natürlich völlig fiktive Personen und jegliche Korrelation zu existierenden Personen ist unintended. Und ihr wisst, wie das bei den Filmen immer läuft. Hier haben wir ein Ranking. So, das ist jetzt sortiert. Alle haben Sonnenbrillen, weil alle weitergekommen sind. Safe und regulär, ohne irgendwelche Schnickschnackregeln. Gut, damit ist die Stage abgeschlossen. Jetzt brauchen wir eine Startreihenfolge für die nächste Stage. Ah, hier fehlt noch der Zirkusartist. Was ist das denn? Ja, keine Ahnung, ist krank geworden, konnte nicht. So. Dann schließen wir das. Starten das neu. Ich lade die nächste Competition, also ich lade dieselbe Competition. Zack, bumm. Wieder mit der Starterliste. Check-in. Nein, nein, Lüge, abbrechen. So, ich habe es Mist geklickt, dann kann ich einfach abbrechen. Das Fenster geht trotzdem auf. Ziehen es wieder genauso groß wie eben. Data, choose Competition. Ich bin gleich wieder da, hier stimmt was nicht. Da bin ich wieder. Reden und denken gleichzeitig ist schwierig. So, das hier ist das Ranking von der Stage vorher einfach nochmal aufgemacht. Jetzt gehen wir hier in den Competitors-Ordner. Da ist ja nur der Checked-In-Ordner. Wir wollen aber jetzt die hier in die Reihenfolge für die nächste Stage machen. Dann gehen wir auf Data, Export Competitor List vom Current Ranking. Und tada, haben wir die hier. Die haben jetzt neue Startnummer, nichts mehr mit 666 und so Faxen, sondern einfach sortiert nach der inversen Leistung in der vorigen Stage. Das heißt, hier, die immer gewinnt, ist Platz 1 und der streikende Feuerwehrmann, der leider am 5-Step gestreikt hat, sitzt ganz hinten. So, dann lade ich die nächste Stage. Das funktioniert analog zu vorher. Die Awesome Competition Demo. So, und zwar wollen wir eine Starterliste haben. Dieses Mal lassen wir die Stage 1 Survivors in die Stage. Und zwar in die zweite. Auto-Update lassen wir wie gehabt. Zack. Zack. Ja, irgendwie so halt. Geht schon. Dann, ich kann eigentlich mein Video mal wieder größer machen. Könnt ihr mein dummes Gesicht hochauflösender sehen. So, Awesome Competition Demo. Bla bla bla. Ihr seht, das ist eigentlich nicht so schwierig alles. Survivors gegen Stage 2. Auto-Update einmal die Sekunde. And here we go. Ranking. So, dann brauchen wir noch ein Check. Quatsch, wie heißt das Ding da? Ergebnis-Eintragungsfenster. Da, hier. Wieder die Survivors gegen die Stage 2. So, ich gehe hier mal in den Runs-Ordner, da könnt ihr da auch mal sehen, was da vor sich geht. Für Stage 2 ist jetzt der Ordner aufgetaucht, da ist immer noch nichts drin, weil es ist ja noch keiner gelaufen. So, Fenster ist bekannt, hier ist auch nichts los, die Uhr läuft wieder. Dann der streikende Feuerwehrmann muss zuerst, hat es irgendwie voll krass drauf, kommt bis zur Wall, ist da aber irgendwie nicht groß genug, um da oben dran zu kommen, ganz merkwürdig. So, läuft. Zack, da ist er.
So, ich trage das jetzt mal ein und lasse euch dabei zugucken, weil jetzt diese Smileys hier ein bisschen was machen. Das hier heißt, wie hier unten steht, Current Regular, das heißt, er ist aktuell weiter nach regulärer Regel, weil er ist ja unter den Top 8. Wir haben ja vorhin gesagt, die ersten 8 kommen weiter. So, die sich die Schulter auskugelt, die muss hier 10 Push-Ups machen, das ist natürlich blöd mit einer kaputten Schulter. Die war aber sauschnell über die 5 Steps nach 5 Sekunden und hat dann sich die Schulter ausgekugelt und wollte nicht mehr. Ja, wir werten das mal als. Nein, wir werten das nicht als Fail of the Day, das wäre gemein. So, da ist sie. Die ist auch aktuell noch ordentlich weiter. So, dann kommt der komische Dino. Der packt, was weiß ich, bis zum Ringslider. Nach, keine Ahnung, Dinos sind jetzt nicht die schnellsten, weil die sind ziemlich groß. Und hat aber das ganze Becken geleert beim Reinfallen, weil Dinos, naja, korpulent sind. Zack. Dann der Typ mit dem Stahlgerüst, der hat einen echt guten Tag. Packt's da bis zum Buzzer. Nach legendären 3 Minuten und die Zeiten sind jetzt unkreativ, ist aber auch unwichtig. Zack. So, der hat jetzt eine Sonnenbrille gekriegt. Warum? Wir haben 11 Starter insgesamt und wir haben 8 Finalplätze. Das heißt, es gibt, der kann, wenn es jeder, der noch kommt, besser ist als der, ist der trotzdem safe unter den Top 8, also der ist safe über die reguläre Regel weiter. Und das finde ich ist das Coole an dem Tool, weil das macht es bei der Competition super spannend, weil die Leute immer vor dem Bildschirm hängen und sagen, ah, ich habe eine Sonnenbrille gekriegt, ich bin weiter. Das ist halt geil. Das überlegt man sich in der Show ja auch. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, alle mitzuzählen. Das Tool erledigt das. Außerdem sieht jetzt ja jeder, der dran ist, okay, wenn ich in unter 3 Minuten 3 buzzer, bin ich ja besser als der Kerl, der schon eine Sonnenbrille hat. Zack, bin ich weiter. So, dann der Typ ohne Dreadlocks. Slackline gibt es ja zum Glück nicht, also packt das zu buzzern. Hat einen echt guten Tag, nach 2 Minuten und 43 Sekunden. Und macht davor irgendeinen super krassen Handstand, habe ich gehört, und kriegt dafür den sickest Move. Boom, jetzt hat der Typ ohne Dreadlocks hier den Preis gekriegt, das ist Stage-übergreifend, das merkt er sich in einem Extra-Ordner, da in diesem Special Prizes-Ordner, den ich vorhin gezeigt habe, und ist damit natürlich, zack, safe in der nächsten Runde. So, der Kletterbruder 1. Der ist irgendwie im Eis festgefroren und deswegen kommt er nicht weit. Und beim Shrinking Step macht er einen Abgang. Bob ist er hier unten. Noch ist der Safe weiter. Na, könnte sich aber bald ändern, ne? Gandalf der Graue. Bis wo kommt der? Slackline ist schon ein bisschen zu alt dafür. So, legt sich da übelst krass auf die Fratze. Nach 7 Minuten. Booms. So, Timecap und sowas, weil 7 Minuten ist ein bisschen lang. 15 auch. Da müsst ihr einfach dann beim Eintragen quasi das Timecap eintragen, wenn er das Timecap gerissen hat und das letzte Hindernis, was er noch geschafft hat, und dann passt das. Da ist jetzt nichts zum Rechnen hier drin, das ist ja simpel, das kann man so machen. So, die Gärtner der Eiskönigin, die kommt bis zur Wall und dann ist sie geroutet und kommt da nicht hoch. So, ja, das sieht gut aus. Nach 3 Minuten, zack, kommt sie bis hier, reiht sich da vorne ein, ist damit auch safe weiter und zwar regulär. So, jetzt kommt der Ziegenbart. Der kann da nicht immer Glück haben. So. Dann haben wir. Wo ist er? Hier unten. Genau, noch ist der Safe weiter. Man weiß es aber ja nicht. Der zweite Kletterbruder kommt bis zur. Sind wir mal gnädig? Lassen den Kerl wasern. Zack. So, jetzt sieht man, hier unten ändert sich was. Hier ist so ein kleines verschmitztes Smiley. Das sagt Current Class. Das heißt, diese Person ist aktuell weiter, auf Position 9 allerdings. 8 sind ja safe. Das heißt, die ist nicht wie dieses Smiley regulär weiter, sondern nur wegen der Klassenregel. Das heißt, die braucht aktuell die Frauenregel, ist aber noch weiter. Das schwitzende Smiley hier unten sagt, ja, man weiß nicht, ob man weiter ist oder nicht. Da sehe ich gerade, ist noch ein Bug, weil da müsste eigentlich schon das heulende Smiley sein, dass der raus ist. Das werde ich noch editieren. Das kommt dann irgendwie Version 1.2 oder so. Ich habe jetzt keine Zeit gerade. Dann kommt noch die, die immer gewinnt. Und naja, wie soll das anders sein? Die buzzert ziemlich schnell. Zack. So. Dann haben wir jetzt hier, die sich immer die Schulter auskugelt, ist weg. Ah, Mist, das war jetzt ein blödes Beispiel. Wir löschen den letzten Run nochmal. Ich mache kurz Pause und gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Wir laden wieder die Competition. Ich habe einfach die Datei gelöscht. Das hätte ich euch eigentlich auch zeigen können. Egal. So, dann brauchen wir jetzt Result Entering. Ja, die da gegen das da.
Du bist. Zack. So, die, die immer gewinnt. Was machen wir jetzt? Wir wollen mal zeigen, dass die Frauenregel wirkt. Ja, also die Person hier könnte über die Frauenregel weiter sein. Dann machen wir es mal so, dass die, die immer gewinnt, heute leider nicht gewinnt und beim ersten 5-Step nach 2 Sekunden reinfällt. So, und jetzt kriegt diese Person hier, kriegt Sternchen in den Augen. Das ist das da. Die ist safe weiter, aber nur über die Klassenregel. Dann haben wir hier unten das Alien. Die, die immer gewinnt, die war ja in Runde 1 super krass schnell, also unter den Top 2. Das heißt, die kommt über die Speed-Regel weiter und kriegt damit das Alien. Die ist also sowieso weiter, egal ob sie die Speed-Regel braucht oder nicht. Genau wie der Kletterbruder 2 hier oben. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. So, damit ist die Stage durch. Ja, Final-Stage funktioniert genauso. Da werden dann noch die Platzierungen angezeigt. Ich klicke das gerade noch durch. Im Prinzip ist die Demo aber, glaube ich, an der Stelle abgeschlossen und alles ist gesagt. Ich laber ja auch schon eine verdammte halbe Stunde. Oh, Entschuldigung. So, mach wieder Pause, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, ich sollte aufhören, das zu sagen, ihr hört das ja ständig. Hier, die immer gewinnt, muss als erstes laufen, weil die ja nicht so krass war in dem letzten. So, dann haben wir, was weiß ich, die kommt bis zur Wall, hat die versucht, sowieso, 2 Minuten irgendwas. Läuft. Zack, die kriegt hier eine Medaille direkt angezeigt. Da ist ein Fehler, das muss ich noch editieren. Der Plan ist, dass hier immer der Platz steht, den die Person safe hat. Die, die sich die Schulter auskugelt jetzt zum Beispiel. Aber ich muss wieder Push-Ups machen, das ist natürlich fies. Sagen wir mal, die hat es geschafft mit den Push-Ups, hat sie einfach einarmig gemacht. Und buzzert nach so und so viel mit irgendeinem super krassen, den einarmigen Push-Ups-Move. Zack. So, jetzt ist die hier abgerutscht. Das ist also nicht der Platz, den die safe haben, sondern die aktuelle Medaillenposition. Das ist auch egal. So, das muss ich dann noch editieren, das sind Kleinigkeiten. Dann der Ziegenbart ist, oh Wunder, in die nächste Runde gekommen. Und hier in den Minen von Moria ist ihm irgendein Übel zugestoßen. Nein, den Joke wollte ich mir aufheben. Der ist mit zur Slackline gekommen und hat da Elend lange geschafft. Und dann ist er leider rausgeflogen. So, da ist er. Aktuell ist der Erste bei den Kerlen. Jetzt kommt der komische Dino und packt es wie durch ein Wunder die Wall hoch und buzzert. Zack, und schon rutscht er auf den Zweiten ab. Man sieht hier, das ist immer starterklassenmäßig. Hier, guck mal, Minen von Moria. Schauen wir mal, was da passiert. Da ist er nach epischen 5 Minuten, 6 Minuten des Kämpfens rausgeflogen. So, Gandalf der Graue hier. Zack, ist immer noch besser, weil er Slackline geschafft. Streikende Feuerwehrmann, packt, was weiß ich, buzzert. So, der hat jetzt instant gebuzzert, das ist ein bisschen ungeschickt gewesen. Nee, nach 2 Minuten hat er gebuzzert, okay. So, jetzt die Gärtner der Eiskönigin. Shrinking Steps. Ja, sagen wir Ringslider. So, hier, bis da ist sie. Jetzt werden hier langsam die Bronzemedaillen vergeben. So, hier, da ist ein schlafendes Smiley, das bedeutet, für den ist die Competition zu Ende. Ist aber nicht rausgeflogen, sondern ist einfach finale Runde, Feierabend, passt. So, ich klicke es hier schnell einfach random irgendwas durch, ohne mir das groß anzugucken. So, damit sind alle durch und wir haben das Ranking. Wir haben Medaillenplätze hier oben angezeigt. Wir haben, und hier, der ist zum Beispiel, Gandalf der Graue ist trotzdem Erster in der Klasse divers geworden. Ja, witzig. Gut, ich denke, das Tool ist soweit erklärt. Kleine Kinderkrankheiten mag es geben, die werde ich fixen. Wenn ihr welche findet, sagt mir Bescheid. Ansonsten, ja, freue ich mich, wenn das Leute benutzen können. Und wie gesagt, das mit diesen ganzen Fenstern. Der Plan dahinter ist, dass man einfach zum Beispiel das hier auf diese zwei Fenster auf einen zweiten Bildschirm packen kann, den man zu den Teilnehmern dreht. Das hier auf den Laptop von dem Schriftführer, wo der zweite Bildschirm angeschlossen ist und so weiter. Deswegen sind das alles einzelne Fenster, weil ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht hat irgendwer eine krasse Halle mit 2 Bildschirmen an der Wand. Dann hängt auf dem einen die, auf dem anderen das. Das könnt ihr dann einrichten, wie ihr Bock habt. Ja, lasst ein Like da, bla bla bla. Standardtext, eigentlich ist mir das wurscht. Hauptsache, euch gefällt die Software. Dann haut rein, viel Spaß damit.